Herr Kupprecht. Hallo, grüße Sie. Ich sehe, das Thema Design geht jetzt auch ganz tief in den Bereich Fitnessgeräte rein. Sieht ja Wahnsinn aus, das Teil. Ja, vielen Dank. Das gibt es aber schon seit 30 Jahren. Wir haben 1989 damit angefangen. Und ganz langsam auf der ersten Messe wurden wir in 92 noch fürchterlich ausgelacht. Ja, und wurde unser Gerät als Waschmaschine bezeichnet. Inzwischen wird es leider aus Fernost schon oft kopiert. Nichtsdestotrotz, wir sind das Original Wasserrudergerät, der Water Rower. Und ja, wie Sie sehen, das macht sehr viel Spaß und sehr effektiv. Wie funktioniert es? Kurz das Prinzip. Das funktioniert wie das Ruderboot. Ja, im Ruderboot haben Sie auch zwei Paddel, mit denen Sie das Boot durchs Wasser ziehen. Je intensiver man zieht, desto schneller bewegt das Boot. Und genau auf dem Prinzip basiert der Water Rower. Ja. Es ist also kein Widerstandssport, sondern ein Intensitätssport. Je intensiver man rudert, desto intensiver und desto schwerer wird es. Verpufft die Energie oder geht die auch irgendwie in den Stromhaushalt? Die verpufft nicht, sondern die dient dazu, das Wasser in Schwung zu bringen. Und durch die eingebrachte Energie wird man natürlich dementsprechend fit. Aber geht jetzt nicht irgendwie so in den Stromhaushalt rein, diese ganz modernen? Nein, das nicht. Nein, dafür ist es, das wäre zu komplex, das noch anzubringen. Ja. Was kann man noch sagen zu dem Gerät? Wir sind auf Holz spezialisiert, wir sind also eine große Schreinerei. Wir bauen das in verschiedenen Varianten, Esche-Variante, Eiche-Variante. Dann haben wir eine Esche-gebeizte Variante, wir machen das in Kirschenholz und dann sehr edel in Nussbaumholz. Und dann ganz hinten sieht man auch noch die Variante in Edelstahl. Mhm. Jetzt will ich es ja nicht verschreien, aber habe ich eins der Geräte vor kurzem im Playboy gesehen? Ja, da haben Sie genau recht. Im Playboy waren wir drin. Wir finden natürlich, dass das schönste Model war in der Zeitschrift. Und man kennt vielleicht das Gerät auch aus der Serie House of Cards mit Kevin Spacey. Da ist das Walnussgerät, wird dort dargestellt, was für uns ein sehr, sehr großer Erfolg war. Wie schafft man das, dass man in so eine Serie wie House of Cards kommt? Das wissen wir selber nicht. Das war tatsächlich Kevin Spaceys Personal Trainer, der zu Hause einen Water Rower besaß. Und es war sein Vorschlag, den in die Serie mit einzubringen. Ja. Also war ein ganz, ganz großer Zufall. Ja. Und vor allem halt kostenlose Werbung. Ja, genau.